Ein schwerer Wintersturm hat im Nordosten der USA erneut für heftigen Schneefall und eisige Temperaturen gesorgt. In Boston ist es der schneereichste Monat der Geschichte. Starke Winde ließen die gefühlten Temperaturen über Nacht auf bis zu minus 20 Grad Celsius fallen. Viele der oft aus Holz konstruierten Häuser der Region gaben unter der Schneelast nach. Das ist es, worüber man sich bei solchem Wetter Sorgen macht, die Dächer. Nicht zu sehr das Schneeschaufeln, das auch, aber vor allem das, was auf dem Dach liegt, da mache ich mir Sorgen. Das Dach ist erst 4 Jahre alt, hoffentlich hält es. Am Montag soll regional noch mehr Schnee fallen. Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern behindern die Räumarbeiten und den Verkehr zusätzlich. In New York und Boston mussten am Sonntag etwa 1800 Flüge gestrichen werden. Auf den Straßen kommen die Räumdienste kaum gegen die Schneeverwehungen an. Für Mitte der Woche ist ein weiterer Wintersturm im Nordosten der USA angekündigt.